Wie traden Banken oder große Market Maker den Markt und wie kannst du das Wissen für dich ebenfalls nutzen und noch profitabler in deinem Trading werden? Darüber geht es in diesem Video. Vor allem, wie große Banken oder Market Maker den Markt sehen, den Preis sehen und wie der Kurs durch diese Market Maker eventuell auch extra manipuliert wird, sodass du sogar eventuell bei manchen Positionen Geld verlierst. Das alles ebenfalls in diesem Video, wie ich bereits im letzten Video auch versprochen habe, dass wir jetzt ein paar Videos darüber drehen oder dass ich ein paar Videos darüber drehe und zeige, wie große Banken den Markt sehen oder den Preis sehen, wie diese diesen manipulieren und wie du das Ganze ebenfalls so sehen kannst oder ebenfalls den Preis so sehen kannst wie Market Maker und ebenfalls eventuell sogar gleiche Positionen eröffnen kannst, wie große Banken das tun, also sozusagen mit diesen mittraden kannst und nicht gegen diese traden, weil gerade dieses Thema auch sehr darauf oder großen Einfluss darauf hat, dass die meisten ihr Geld verlieren beim Trading. Gerade weil diese auch eventuell das Geld verlieren sollten, wenn diese nicht genug Erfahrung haben oder von Emotionen geleitet sind, das machen sich große Banken und Market Maker zunutze und lassen solche Anfänger in Anführungsstrichen auch gerne Geld verlieren, damit durch diese Liquidität, die in den Markt kommt, durch die ausgelösten Stop-Losses, diese wieder von den Banken aufgenommen wird oder von Market Makern und dadurch große Positionen in den Markt kommen können und ohne diese Liquidation eigentlich gar nicht möglich wäre, für diese Market Maker große Positionen in den Markt zu setzen. Das alles erkläre ich in diesem Video, deswegen bleibt dran und herzlich willkommen auf dem Kanal. Nochmal herzlich willkommen und ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Rutsch in das neue Jahr. Wie bereits im letzten Video des Vorjahres angekündigt, werde ich etwas über das Smart Money Trading erzählen in den nachfolgenden Videos, damit du auch verstehst, wie große Marktmaker den Chart sehen, wie dieser manipuliert wird durch die Market Maker und wie du davon profitieren kannst und eventuell auch den Markt so oder den Preis so sehen lernst, wie diese das tun und die gleichen Positionen eröffnen kannst. Das alles möchte ich innerhalb der nächsten Videos oder Videoreihe hier alles zeigen, weil das Ganze passt natürlich alles nicht in ein Video rein. Das ist wirklich ein sehr großes Thema, das Smart Money Trading. In manchen Ressourcen habe ich das ab und zu schon gesehen, aber mir hat da wirklich die Tiefe gefehlt bei den Ressourcen oder bei den YouTube-Kanälen und deswegen möchte ich das Ganze auf meinem Kanal sehr tief im Detail auch zeigen, damit du ein Grundverständnis für das ganze Thema hast und dich danach ziemlich gut dann auskennst, wie große Banken oder Market Maker den Markt sehen und traden. Das ist mein Ziel mit der nachfolgenden Videoreihe, die in den nächsten Wochen und Monaten eventuell sogar auf dich zukommt. Natürlich werde ich weiterhin auch noch Trading-Strategien weiterhin testen, weiterhin auch eure Ideen oder deine Ideen, wenn du mir welche in den Kommentaren schreibst, auch weiter mal ausprobieren und eventuell auch Videos dazu drehen zu bestimmten Strategien, die ich, wie gesagt, 100 Mal hintereinander teste. Also falls du neu bist auf dem Kanal, ich teste hier immer mal wieder neue Trading-Strategien 100 Mal hintereinander in den jeweiligen Videos für die jeweiligen Strategien. Wenn du noch keine Videos davon gesehen hast oder keine Strategien, kannst du oben den Link anklicken. Dort findest du alle meine getesteten Trading-Strategien, die ich 100 Mal hintereinander getestet habe und die Statistiken alle auf diesem Kanal veröffentlicht habe. Deswegen kannst du gerne das Ganze anschauen. Ansonsten widmen wir uns wieder unserem Thema, dem Smart Money Trading. Und hier möchte ich bei den Basics anfangen, damit wir das Ganze oder damit das Ganze Step by Step dir häppchenweise erklärt wird oder ich dir erklären kann, dass du das Ganze so leicht wie möglich, so einfach wie möglich auch verdauen kannst und so viel wie möglich mitnimmst. Deswegen fange ich in diesem Video nur grob bei den Basics an und hier geht es grundsätzlich darum, wie große Banken und Market Maker den Chart sehen und wie du dieselben Positionen eröffnen kannst wie diese. Das heißt, es gibt hier drei eigentlich so Grundbereiche, die wir nacheinander dann auch etwas auseinandernehmen werden. Die habe ich bereits einmal schon mal aufgeschrieben. Das ist einmal die Marktstruktur, die ein sehr wichtiger Bestandteil ist, um zu erkennen, in welche Richtung das Ganze oder grundsätzlich der Trend geht. Dann die Liquidität,
Das ist auch ein sehr wichtiger Teilbereich, wahrscheinlich, den wir am meisten oder den wir am meisten besprechen werden, weil es hier einiges zu besprechen gibt, damit du dich daran gewöhnst, das zu sehen, was große Banken auch sehen, wenn diese traden. Und wenn du das verstanden hast, wie das Ganze funktioniert, dann reden wir auch über die Signale, wo dann im Endeffekt Einstiegspunkte sein könnten, wo du dann Trades aufmachen kannst mit den Banken zusammen. Das besprechen wir. Wahrscheinlich die Signale werde ich wahrscheinlich in einem anderen Video ansprechen, weil wir die ersten zwei Punkte in diesem Video jetzt kurz angehen werden. Und das wird erstmal reichen, sonst würden wir den Rahmen sprengen. Also grob zur Marktstruktur will ich hier in diesem Video nicht so viel sagen, weil ich das ja innerhalb meiner Trading-Akademie, zu der du unten auch einen Link siehst, einmal schon in dieser Videoreihe bei YouTube einmal komplett aufgefasst habe, das Thema. Ich habe ein ganzes Video dazu gedreht zur Marktstruktur innerhalb dieser Akademie und deswegen kannst du in der Trading-Akademie, die ich auch auf meinem Kanal veröffentlicht habe, in der Videoreihe das Ganze mal anschauen. Grundsätzlich geht es ja darum, um den Trend zu erkennen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel einen Aufwärtstrend haben, dass du auch verstehst, dass dieser sich aufbaut durch höhere Hochs und höhere Tiefs. Und solange das gegeben ist, solange es ein höheres Tief nach dem anderen, genauso wie höheres Hoch nach dem anderen folgt, dann heißt es, dass wir einen Aufwärtstrend haben, bis diese Marktstruktur gebrochen wird. Und hier ist es natürlich am Anfang nicht so einfach, wenn man vor allem noch nicht so viel Zeit am Chart verbracht hat, dann erkennt man wahrscheinlich auch schon solche kleineren Zwischentiefs schon als neue Tiefs. Und wenn zum Beispiel man das hier als Tief hier betrachtet und der hier gebrochen wird, also wir nach diesem kein weiteres Hoch bekommen haben, sondern ein neues, tieferes Tief, dass dann viele beispielsweise schon denken, okay, wir haben jetzt einen Abwärtstrend, einen beginnenden Abwärtstrend und dann suchen die Shorts und hier kommt aber sozusagen ein neues, markantes, signifikantes Tief, wonach eigentlich erst der Markt wieder nach oben geht. Und deswegen ist es oft nicht so einfach, bei diesen Korrekturen zu verstehen, wo ist denn das nächste signifikante Tief. Und das lernst du aber mit der Zeit, je länger du den Markt beobachtest, je länger du den Chart beobachtest, vor dem Chart auch Zeit verbringst, verstehst du dann auch, wo die markanten, also wo die signifikanten Tiefs sind und wo nur solche Zwischentiefs sind. Also beispielsweise, wenn wir jetzt hier diese Korrektur innerhalb dieses Aufwärtstrends hier mal beobachten, dann haben wir ja hier ein kleines Tief, das hier gebrochen wurde, wonach aber, wenn der Markt weiter steigt, einfach nur ein weiteres, höheres, signifikantes Tief nach dem letzten signifikanten Tief gebildet sein würde und wonach zum Beispiel, wenn der US weiter nach oben steigen würde, die grobe Marktstruktur immer noch besteht und immer noch es sich hier um einen Aufwärtstrend handelt. Aber hier haben wir wirklich das nächste signifikante Tief. Wie gesagt, hier gehe ich jetzt nicht in die Details ein, deswegen, ich habe das sehr viel in meiner Trading-Reihe, Trading-Akademie besprochen. Hier gehe ich grob auf die Marktstruktur nochmal drauf ein, weil es hier sehr wichtig ist für das Smart Money Trading. Das heißt, hier hatten wir das letzte signifikante Tief und das wurde aber hier dann jedoch gebrochen. Und spätestens hier nach diesem Bruch würde ich schon hier aufpassen, weil hier die grundsätzliche Marktstruktur hier gebrochen ist. Wir haben ein tieferes Tief anstatt ein höheres Tief gebildet. Das heißt, dass hier eventuell der Punkt sein könnte, an dem der Markt dreht. Und das hat er natürlich entsprechend auch gemacht. Also hier ist das Ganze dann, hier hat das Ganze nochmal ein tieferes Hoch gebildet, erstmal nach dem höheren Hoch. Und danach ging das abwärts für eine Zeit lang. Und man hat hier so eine größere Korrektur im Laufe unseres Bullruns im letzten Jahr gehabt, den ihr wahrscheinlich auch miterlebt habt. Deswegen habe ich ja auch den Chart hier nochmal so aufgegriffen, damit du auch nächstes Mal, wenn du bei dem nächsten Bullrun im Kryptomarkt dabei sein willst und rechtzeitig auch versuchst zu verkaufen, wie eigentlich wir alle Marktteilnehmer versuchen, das Top möglichst nah beim Top im Endeffekt zu verkaufen, dass du die Signale selbst auch verstehst und selbst deuten kannst, wann es eventuell zu einer Trendumkehr kommen könnte und da rechtzeitig auch aus dem Markt gehst. Deswegen sind wir nochmal auf die Marktstruktur eingegangen. Also wie gesagt, hier sobald hier die Marktstruktur gebrochen ist, wie in diesem Fall, heißt es, dass höchstwahrscheinlich hier eine größere Korrektur oder grundsätzlich eine Marktumkehr stattfinden könnte. Genauso funktioniert es andersrum auch bei einem Abwärtstrend, wenn wir es später hier mal anschauen, hier haben wir wirklich
kurzfristig so eine bärische Phase, einen Abwärtstrend. Nachdem das Ganze hier gebrochen wurde, geht das Ganze hier relativ steil runter. Natürlich mussten hier einige Marktteilnehmer liquidiert werden, die hier eingekauft haben an diesen Punkten. Deswegen ist das sehr schnell runtergerasselt. Und dann hat es hier nochmal ein markantes tieferes Tief nach dem hier gebildet. Und als das hier signifikante Hoch, nicht Tief, tiefere Hoch hier gebildet wurde, das wurde hier dann wiederum gebrochen und es kam hier wieder zu einer Trendumkehr nach oben. Das grob zur Marktstruktur, also höhere Hochs und höhere Tiefs ergeben einen Aufwärtstrend und tiefere Hochs und tiefere Tiefs einen Abwärtstrend. Und sobald diese Struktur gebrochen wird, könnte es zu einer Trendumkehr kommen. Deswegen hier immer aufpassen. Aber wir besprechen noch sehr viele Einzelbeispiele in den nachfolgenden Videos, damit dir das Ganze maximal verständlich wird, wann man von einem Bruch einer Marktstruktur ausgehen kann oder wann eine stattfindet, wann man diese erkennt, damit du da bestens darauf vorbereitet bist. Hier nur kurz zur Theorie. Dann gibt es ja die Liquidität und das ist ein sehr wichtiges Thema beim Smart Money Trading oder bei den Smart Money Concepts, also Konzepten, wie es manche auch nennen. Hier gibt es eigentlich drei größere Bereiche. Natürlich kann man das Ganze auch sehr ausweiten und sehr weit in die Tiefe gehen. Aber grundsätzlich unter Liquidität versteht man von drei Fällen, bei denen, wenn man sagt, da liegt Liquidität auf dem Markt, spricht man von den folgenden drei Fällen. Also beispielsweise, wenn wir hier einen Abwärtstrend haben, danach kommt jetzt wieder das tiefere Tief, das tiefere Hoch und hier kommt es zu einem doppelten Boden, wo man nach sehr vielen sehr vielen Strategien würden hier dann alle sagen, okay, hier kommt ein doppelter Boden, aufpassen, den traden wir jetzt, denn nach Durchbruch dieser Linie hier, wenn hier das Ganze dann durchgebrochen wird, dann heißt es erstmal kaufen, weil wir hier einen doppelten Boden gebildet haben, aber wenn du mal doppelte Böden öfter mal getradet hast, hast du sicherlich gemerkt, dass das nicht so einfach funktioniert und dass oft das Ganze im Stop-Loss landet, denn hier vor allem bei Tiefs auf gleicher Höhe Liquidität aufgebaut wird. Das heißt, dass hier Käufer ja eingekauft haben, damit auch der Markt hier hochgeht. Vor allem beim doppelten Boden haben wir hier umso mehr Käufer, die alle ihre Stop-Losses hier direkt darunter haben. Also hier liegt dann entsprechend viel Liquidität, weil wenn das Ganze hier dann runterrasselt, also auf diese Levels, wo dann die Stop-Losse liegen von diesen Käufern, die den Markt nach oben gedrückt haben, dann die Stop-Losse ausgelöst werden, sobald der Kurs dies erreicht, sehr viel Liquidität in den Markt kommt und diese von den Market-Makern sozusagen aufgekauft werden kann, damit diese größere Position in den Markt geben können. Das heißt hier in dem Fall Sell-Side-Liquidity, können wir hier mal kurz drunter schreiben. Sell-Side-Liquidity hier und hier. Wenn du hier mehrere Tiefs auf einem oder auch Hochs auf einem Level siehst, bei Hochs heißt es Buy-Side-Liquidity, zeichne ich auch noch gleich ein Beispiel. Also grundsätzlich, auch wenn da mehrere sogar Tiefs auf einem Level sind, je mehr, desto signifikanter dieses Level und desto wahrscheinlicher auch, dass diese liquidiert werden. Also oft hast du dann wahrscheinlich auch gemerkt, wenn du dann doppelte Böden beispielsweise getradet hast, dass der Markt noch einmal hier die ganze Liquidität abholt und dann entweder dann weiter runter geht in die Richtung, also in Trendrichtung, oder dann es doch zu einer Trendumkehr kommt und das Ganze nach oben geht. Aber bevor wir hier nochmal so einen Umkehr haben, kommt oft nochmal die Liquidierung all dieser Trader, die hier schon den doppelten Boden traden wollten. Genauso wie, wenn beispielsweise, okay, haben wir das Ganze nicht so auf einem Level, aber wenn ich das Ganze mal genau andersrum einzeichne, jetzt haben wir hier, ja, vice versa eigentlich, im Endeffekt so einen Doppeltop, wie das viele nennen, und das Ganze ebenfalls genauso getradet wird. Wir haben hier wieder sehr viel Liquidität, sehr viele Stop-Loss oder so ein Triple-Top, je nachdem. Also es gibt ja, man kann ja auch mehrere Tops auf einem Level haben. Hier zeichnen sich auch dann sehr viele so eine Resistance- oder Support-Zone,
wir unten hier ein. Und das heißt, dass wir dann genau hier bei diesen Leveln, hier haben wir die Buy-Side-Liquidity. Schreiben wir das kurz nochmal dazu. Also hier bei diesen Leveln, bei diesen gleich hohen Leveln haben wir sehr viel Buy-Side-Liquidity und hier, wie gesagt, diese Sell-Side-Liquidity. Und der Markt, wenn er zum Beispiel entscheidet, jetzt nach oben auszubrechen, also nach oben dann den Trend fortzuführen, dann wird er sicherlich noch hier diese Sell-Side-Liquidity erstmal hier liquidieren. Hier wird er höchstwahrscheinlich dann nochmal diese Sell-Side-Liquidity liquidieren und das dann nach oben ausbrechen. Genauso wie wenn der Markt jetzt nach unten weitergehen will und zum Beispiel den Trend nach unten fortsetzen will, wird er sicherlich noch erstens diese BSL, diese Buy-Side-Liquidity in sehr vielen Fällen erstmal liquidieren und dann erst nach unten ausbrechen. Und das ist so, wie der Markt sich verhält, damit viel Liquidität wieder in den Markt kommt und der große Market Maker dann hier eine große Order in den Markt setzen kann, weil ohne die Liquidität, die er dadurch auslöst, ist es oft nicht möglich, größere Ordern in den Markt zu setzen. Also das ist der ganze Hintergrund dahinter, wieso man maximal viele Trader liquidieren will, damit man selbst auch größere Ordern in den Markt setzen kann. Und so funktioniert diese Liquidität sehr oft. Das sind jetzt diese zwei ersten Beispiele gewesen, die sehr oft in der Praxis auch genutzt werden. Natürlich gibt es viele weitere Beispiele, also die werde ich wahrscheinlich auch in den nächsten Videos alle mal erwähnen, aber diese meist getradeten Beispiele werde ich hier mal auf jeden Fall kurz aufnehmen. Und das letzte ist dann, wenn wir zum Beispiel so einen Trend haben, also einen Aufwärtstrend, und wir hier eine Trendlinie haben und die zeichnen sich ja sehr viele ein, also du weißt ja selbst, was Trendlinien sind, und sehr viele Marktteilnehmer zeichnen sich dann hier diese Trendlinie ein und kaufen dann hier bei den Berührpunkten dieser Trendlinie dann nach. Also steigen dann hier mit Buy-Ordern oder bei einem Aufwärtstrend, genau andersrum, mit Sell-Ordern, Verkaufsordern dann in den Markt ein. Und hier bildet sich genau die gleiche Liquidität. Wenn wir hier zum Beispiel auch so ein Tief haben, bildet sich die Liquidität und irgendwann, also mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, wird der Markt auch diese Liquidität erstmal holen. Also vor allem, wenn der Trend weiter nach oben gehen sollte, dann wird der Markt oft nochmal hier so einen Trendbruch auslösen, dann die ganze Liquidität hier nochmal mitnehmen und erst dann wieder weiter hochgehen. Damit maximal viele wieder Trader hier liquidiert werden, maximal viel Liquidität in den Markt kommt und man größere Ordern hier wieder aufbauen kann seitens des der Bank oder des Market Makers. Also das für den Hintergrund, wieso dann oft auch solche Trendlinienstrategien funktionieren, trotzdem natürlich immer noch. Viele traden auch Trendlinien, aber natürlich muss man, oder das ist der Hauptgrund, wieso man immer mit einem Stop-Loss arbeiten sollte, weil der Markt sehr dazu tendiert, nochmal diese Liquidität hier nochmal abzugreifen. Deswegen musst du immer mit einem Stop-Loss traden, auch wenn du mit Trendlinien traden solltest, was nicht verkehrt ist, was auch eigentlich funktioniert, wenn man das gut kann. Dann sollte man immer mit einem Stop-Loss arbeiten, weil wenn du keinen Stop-Loss bei deiner Trading-Strategie benutzt, dann glaub mir, früher oder später wird dein Account bei Null enden. Deswegen immer mit Stop-Loss arbeiten, wenn mal solche großen Market-Maker entscheiden, okay, hier liquidieren wir mal alle, die hier ihre Stop-Loss drin haben. Kurz will ich das noch an zwei Beispielen hier in diesem Video zeigen. Ich werde natürlich auch viel mehr darüber sprechen in nachfolgenden Videos, aber hier sollte das Ganze noch etwas klarer werden. Also beispielsweise möchte ich gerne hier diese Phase hier aufgreifen, weil diese Phase im letzten Jahr sehr emotional war für einige, wobei hier der Bitcoin-Kurs den ersten größeren Crash hatte im Mai. Wahrscheinlich kannst du dich da noch dran erinnern, wenn du seitdem dich mit Kryptowährungen beschäftigt hast, haben ja einige ihr Geld auch verloren, weil natürlich auch hier diese Liquidität erstmal hier abgeholt wurde durch diesen Fall hier. Und dann dachten ja viele, der Bullrun ist zu Ende, das geht nur noch weiter nach unten, und waren sich noch unsicher. Aber es gab auch andere, die dachten, es kommt jetzt, also ist das Ganze eine größere Korrektur und höchstwahrscheinlich werden wir wieder weiter höhere Kurse sehen. Und hier siehst du ganz gut, weil das ist ein gutes Beispiel,
Da wir hier, also da der Markt nie genau perfekt, wie man es irgendwie in der Theorie oder wie ich das Ganze in der Theorie einzeichne, sieht der Kurs am Ende ja nicht aus. Aber hier sieht man ganz gut, wenn man hier so ungefähr so eine Trendlinie einzeichnet, dann hat das hier schon einige Berührpunkte. Und hier sieht man, hier wurde sehr viel Liquidität nochmal, also Sell-Side-Liquidity hier aufgebaut. Hier lagen dann sehr viele Stop-Losse unter dem Kurs, also unter diesen Einstiegskursen. Und bevor der Markt hier entschieden hat, hier weiter hochzugehen, hat er natürlich hier nochmal so einen kleineren Dip gemacht, damit hier die ganzen Stop-Losse, die hier sind, nochmal ausgelöst werden. Und erst dann ging er weiter nach oben. Also es ist wirklich ein sehr gutes Beispiel, was so typische Manipulationen auf dem Markt sind. Und auf diese musst du natürlich gefasst sein. Also wenn du irgendwo gleich, also sehr viele Hochs oder sehr viele Tiefs auf einer Linie siehst, dann musst du da aufpassen, weil der Markt wird wahrscheinlich nochmal in diese Richtung gehen und nochmal diese mitnehmen, diese liquidieren lassen, bevor er dann seine Richtung einschlägt in dieser, welche er im Endeffekt einschlagen will. Deswegen wollte ich diesen Moment hier nochmal aufgezeigt bekommen, oder man kann sogar hier so eine Trendlinie einzeichnen. Also viele hatten wahrscheinlich auch so eine Trendlinie hier mal eingezeichnet. Hat auch sehr viele Berührpunkte. Das war das dritte Beispiel. Hier gab es sogar einen kurzen Fake-Out. Und hier dachten auch sehr viele, okay, das war die Korrektur. Hier gehe ich nach oben. Hier hat das Ganze meine Trendlinie vor allem durchbrochen. Wir haben hier dieses tiefere Hoch durchbrochen. Das heißt, die Marktstruktur ist gebrochen. Das heißt, wir können hier einsteigen und wurden hier komplett wieder liquidiert, nachdem der Markt wieder in diese Range, hier in dieses abfallende Dreieck hier sich begeben hat. Und hier wieder diese Trendlinie von oben angetastet hat. Und hier hat sich natürlich sehr viel Buy-Side-Liquidity hier wieder aufgebaut. Und diese musste natürlich hier auch liquidiert werden. Also das macht der Markt sehr gerne. Vor allem hier so bei einem abfallenden Dreieck ist es ja oft der Fall. Vor allem in den Lehrbüchern oder bei anderen Tradern, wo dann alle sagen, okay, beim Bruch dieser Trendlinie, bei so einem Pattern ist der Bruch nach unten wahrscheinlich viel wahrscheinlicher. Und hier, wie immer, kam dieser Bruch. Viele sind hier dann einen Short eingegangen, die dann liquidiert wurden. Danach wurden alle liquidiert, die hier die Short-Position aufgebaut haben und hier ihre Stop-Losses haben, wurden ebenfalls liquidiert. Und erst dann ging der Markt dann weiter in die Richtung, in die er gehen wollte. Also hier siehst du wirklich ein sehr gutes Beispiel, wo der Markt manipuliert wurde in beide Richtungen. Sowohl als die Käufer als auch die Verkäufer wurden hier erstmal liquidiert und dann ging der Markt mit voller Liquidität wieder in die Richtung, in die er geplant hatte zu gehen. Und das sieht man wirklich andauernd. Also ich hatte hier sogar noch ein Beispiel, bei dem auch sehr viele dachten, es geht jetzt wahrscheinlich wieder nach oben. Also man hat ja hier 2022, genau in diesem Bereich dachte man, dass es wieder so eine größere Korrektur ist, wie jetzt im Mai letzten Jahres. Dachten dann viele, hier habe ich von 2020, das ist natürlich 2021, davon habe ich hier gesprochen. Dann kam hier 2022 und man dachte, okay, es kommt hier so eine ähnliche Korrektur wie damals. Hier sind dann sehr viele auch in dem Bereich, haben sich dann auch eingekauft. Aber auch viele, die einfach nur Trader oder einfach nur Trendlinien gehandelt haben oder Support- und Resistance-Zone. Da haben sich zum Beispiel auch viele hier in diesem Bereich, der hier als Support- und Resistance sehr gut gedient hat, haben den auch sehr viele gesehen. Also viele haben dann hier den Bruch hier getradet und dann sieht man hier, also hier nicht ganz, aber hier wurden schon mal Buy-Side-Liquidity aufgebaut. Also hier kamen immer Sell-Orders rein mit dem Stop-Loss da drüber und wenn hier der Markt einfach nur weiter runtergegangen wäre, dann wären ja diese ewig im Profit gewesen. Also die haben dann genau die Hochpunkte erwischt, um dann perfekte Short-Positionen auch weiterführen zu lassen. Aber das lässt der Markt ja oft, wie gesagt, nicht zu, wie du bereits gesehen hast. Der hat dann, bevor er weiter nach unten ging, hat er nochmal diese hier sehr schön liquidiert. Hatte hier die Liquidität abgeholt, die Stop-Losse wurden hier ausgelöst und danach ging der Markt hier weiter runter. Und das grob zum Thema Liquidität sollte man immer bei dem Trading im Auge beachten, wo liegt gerade im Markt die Liquidität, weil der Markt immer dazu tendiert, nochmal in diese Richtung zu gehen, die Leute, die dort ihre Stop-Losse haben, also die Liquidität, die dort liegt, nochmal abzuholen und dann erst in eine andere Richtung einzuschlagen. Deswegen sollte man das immer im Auge behalten, egal welche Strategie du tradest, solltest du immer ein Gespür dafür bekommen, wo Liquidität gerade auf dem Markt liegt. Und das ist hier der zweite Punkt gewesen.
Das dritte ist dann der Signal, also wenn man weiß, wo Liquidität liegt, wenn man weiß, wer gerade liquidiert wurde und wo der Markt höchstwahrscheinlich jetzt weitergeht, wie gehe ich dann selbst in den Markt rein? Also wo suche ich dann die Signale für meinen eigenen Einstieg, im Endeffekt oder für deinen Einstieg? Das werde ich in den nächsten Videos ebenfalls besprechen. Das sind hier die drei Grundbereiche für das Smart Money Trading. Ich hoffe, das Ganze war interessant für dich. Wenn dir das Ganze gefällt, lass ein Like da und abonniere den Kanal, denn hier kommen regulär neue Bitcoin Trading Strategien, aber auch Videos rund ums Trading. Deswegen viel Erfolg beim Trading. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.